Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge Omni 2, der Omnibus-Simulator. Ja, wir sind heute auf der Karte Stilldreieck Version 3 unterwegs und fahren heute ein Linienpack. Ja, und zwar von Bene, und zwar die Linie 646 von der Emmerichter Straße nach Laubenthal Mecklenburg Wendeplatz. Genau. Da fährt nämlich in 8 Minuten los und da tun wir mal schnell einen Fahrplan auswählen. Da steht auch schon hier Linien bei Bene 195. Und da gucken wir mal, wo unsere Linie genau Emmerichter Straße 1445. Genau, die nehmen wir. Hilfspfeile sind sogar mit hier auch beschriftet mit. Sind die natürlich auch sehr schön. Also hier nähe jetzt aber jetzt hier hinten dann an der übernächsten halt übernächsten Haltestelle theoretisch. Und ja, haben wir auch noch mal den Fahrplan. Die Linie geht so 45, machen wir los. Ungefähr 26 bis 27 Minuten geht die Linie. Also relativ kurz halt. Und fahren mit dazu den O530 Citaro erster Generation mit dem Morvision Pack Version 5 und mit von mir noch privat gemoddet die Ferrero Go Ticketbox und mit einem neuen Rogist Repaint. Das ist ein neues Design, wenn man das so das alte so nebeneinander sehen würde, kann ich auch noch mal so ein Vergleichsvideo machen. Sieht schöner aus hier, auch mit den schöneren Sitzbezügen. Rote Stangen, sieht aus wie von der Rheinbahn oder hier DB-Lackierung, aber ja, genau. Schauen wir mal die Elektrik. Aber das erste, was wir machen müssen, ist erstmal das Lenkrad vorstellen. So, dann sich hier den Haltestellen, den Wunsch noch sehen. Oh. 20% haben wir noch drin. Oh, das müsste reichen. 2512. So eine 8-Linie. 646. Drücke der. Funktioniert nach Mecklenberg. Gucken wir mal ganz kurz raus. Genau, da Mecklenbeck Wendeplatz. Natürlich auch mit angepasster Innenanzeige, wie auch wenn hinter die AI-Liste. Ja, genau. So, starten wir mal Motor. Wir fahren mit einem OM906er HLA Euro 2. So. Fahren wir mal los zur Starthaltestelle. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Nehmen wir den normalen Fahrschein. Danke. Bitte. So, in 5 Minuten fahren wir ab. 44. Kommen wir schon noch mit. Ein Kind. Tun wir hier das Screenshot machen davor, weil bei dem ETS-2-Video, was jetzt rauskommt. Oder schon erst jetzt neu unterwegs ist natürlich, ne? Hab ich nämlich das vergessen. Dann musste ich das mal heute früh wieder eins machen. Screenshot, na gut. War halt jetzt ohne die Wagen mehr, aber ist denke ich nicht so schlimm. So, die Stelle, wo wir die Fracht abgegeben haben. Machen wir die Restfalle an. Ich kann es so genauso auch mit Omni Navigation fahren. Sie abgeschnürt? Ne, glaube nie. Kann ja genauso mit Omni Navigation fahren. Wollte ich es aber nie, weil ich weiß, dass nämlich die Hilfshalle hier mit dabei sind.
Nick weiß immer, das weiß selten, dass was mitgeliefert wird bei Linien Packs. Genau. So, warten wir bis erstmal, bis Omsi sich wieder eingekriegt hat und dann können wir ja weitermachen. Ja, Omsi, wollen wir mal weitermachen. Ah, jetzt sehr guten Morgen. Entschuldigung, mich doch schon mal dafür, weil wenn es mal wirklich so 10 Minuten jetzt oder eine Minute mal jetzt einfrieren sollte, sind die Einstellungen. Aber die Grafikeinstellungen muss ich irgendwie noch ein bisschen anpassen. Wir sind ja auch noch die Treppchenbildung so ganz leicht und das möchte ich eigentlich gar nicht. Naja, los, fangen wir das erste Mal wieder Stille Dreieck. Ja, bin ich ja noch gar nicht gefahren. Doch, ich bin schon mal immer Stille Dreieck. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe Stille Dreieck so auf meinem Kanal noch gar nicht gezeigt, so richtig. Naja, kennt ihr ja eigentlich schon. Aber ja. Ja, also den Paint hier. Hallo. Übrig nochmal. Servus, wird auch eine eigene Aelis mitgeliefert. Mit dem Facelift. Mit dem Citaro. Ach ne, ist doch kein Zebrastreifen. Wird auch eigene Aelis mitgeliefert. Und zwar ist das aber mit Helligan-Fahrzeugen. Ich bitte, wer die Helligan-Fahrzeuge nicht hat, einfach rauslöschen und vielleicht noch ein paar andere mit einfügen. Andere Autos, das hätte wenig als hier. Ich habe auch andere Autos noch mit drin. Ein bisschen was eingefügt. Weil ich habe die nämlich ohne die helligen Fahrzeuge und ich wollte nie extra noch 5 Euro oder wie viel die Kosten ausgeben. Und habe gedacht, okay, du musst die hier rauslöschen. Ist nicht schlimm. Aber bitte jetzt nochmal, dass ihr irgendwelche Fehler habt. Ihr denkt, oh, wieso geht denn das denn wieder nicht? Muss ich hier halten oder muss ich hier vorne halten? Guck ich mal. Hier muss ich halten. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ich hab schlupfische Füße noch rausgegeben. Oh. 3, 1, 2. Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Hast du auch. Hast du genommen, Oma? Meine Fresse, der. Die ist so ein Mecker von der Frau hier. Die wollte schon mal lang. Oder hab ich die? Nee, ich wollte die mal aufnehmen. Und zwar bin ich die mal mit den Irene, die Taro, glaube ich, gefahren. Das habe ich, glaube ich, auch hochgeladen gehabt. Aber bleib ich das doch nicht. Oh, ich will. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich hochgeladen gehabt. Ich glaube, das war die Rücktour. Das war die Rücktour war das auf jeden Fall, das weiß ich. Doch, ich habe die hochgeladen. Ich muss die hochgeladen haben. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Wenn ich das hochgeladen habe, verlinke ich es dann nochmal in der Infobox oben. Na. Wie soll wir hier oben lang fahren? Und keine Ahnung. Hier kann man ein bisschen Gummi geben hier endlich mal. Genauso über die hinten rumfahren kann, aber dann hätten die bestimmt gedacht, okay, es ist dann wie dieselbe Linie hier. Fährt der hier?
1 Euro im Sektor ZF. Ist ja mein, der Detaro ist ja mein absoluter Lieblingsbus. Das ist ja das zweite Mal, dass ich den euch zeige. Weil das erste Video, wo ich das gezeigt habe, wo hatten wir, bin ich Alheim-Langensbach gefahren, updated. Ich glaube, da bin ich in Nachtbus gefahren, mit denen das kam. Anfangs gar nicht so gut an, jetzt sind wir so ungefähr so bei 40 aufrufen. Geht, denke ich, noch ein bisschen mehr, aber geht schon. Rathaus. Na, um sie jetzt. Wissen, was der jetzt gerade gemacht hat? Ah, wir fahren auf den Wendeplatz. Halt die Fresse. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag, Manfred. Hallo. Eine Tageskarte. Sie müssen wieder aus der Reihe tanzen, hab ich recht? Dankeschön. Sehr. Meine Fresse, spinnt Omsi wieder hier rum. Und jetzt ein Gegenkurs gegen. 66. Jetzt die 31 hier, wie die 31 erstmal klipp schlank. Schönen guten Tag. Dann weiter. Ich weiter bis zum Bahnhof von der 27, glaube ich. Nach. Das ist auch schon das erste Video. Ne, das zweite Video. Das erste ist ja schon draußen. Das zweite Video, oder das kann man so sagen. Das erste haben sie zwei Video im Jahr 2020 und das erste Video im Jahr 2020 ist EDS2. Also das erste EDS2 Video. Einmal Schüler bitte. Das erste. Also, wie soll ich das sagen? EDS2 ist das. Mann! Das habe ich verrechnet. Danke. Das erste ETS2 Video kam auch das erste 2020, das erste. Oh. Das erste. Mann! Das ist das erste ETS2 Video, was 2020 rauskam. Kommt. Und ETS2. Oh. Das passt gar nicht, ETS2. Und Eurotrack Simulator und das erste Eurotrack Simulator Video ist auch jetzt erst entschieden 2020. Also das sind die ersten beiden Videos, die 2020 erschienen sind oder erscheinen. Ich weiß, es sind schon über 2 Monate. Ja, ich weiß. 1 Monat sein. Ich hasse diese Stelle.
Ich hasse diese Stelle wie die Pest. Hättest du Kollision, den hättest du sofort mitgenommen, bzw. irgendwas anderes mitgenommen, wenn du das hier siehst. Weil du immer hinten auf den Bordstein kommst, in den Hinterrad. Mit dem Gelenkbus, weißt du nicht, da warst du aber die gehetzte. Naja. Die Karte ging ja einige Zeit auch gar nicht mehr bei mir. Städtedreieck, die hat da einfach mal nicht geladen gehabt. Ich habe mir die dann neu installiert und dann ging es wieder. Das ist immer mit einem Laurensbach oder so. So ist es nie. Ich würde mal als nächstes sagen, wir fahren als nächstes Rheinhausen. Und zwar habe ich dort die AILIS geändert. Bin schon ins Mikro gekommen. Die AILIS nämlich dort geändert. Die möchte ich nämlich gerne mal zeigen, was dort für Busse mit drin sind. Mache ich glaube ich extra mal die Busverkehr ein bisschen höher da. Das wird ein bisschen mehr Bus, denn ich habe nämlich im Moment den Busverkehr auf 7% eingestellt. Dass die Karte nicht so überfüllt mit Bussen ist und so. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen hier an. Also ein paar Strippergärten sind hier, also sehr ja an den Siedlergärten. Finde ich auch. Gut, Sommer, wenn hier Sommer ist, na gut, die haben hier Hecken. Aber wenn hier zum Beispiel so eine Ecke ist und hier stehen dann Leute, was macht der? Hallo? Na egal. Natürlich ist es nicht schön, wenn du hier von dem Pool hin machst, sondern stehen hier Leute, das ist nicht so richtig. Das ist nämlich Wagennummer, was ist da für eine? Wagennummer 5437. Wagennummer 1, aber das ist eigentlich 5437. Also, das Handy ist schön gelungen. Was hier vorne so aufgefallen ist, dass das vom Facelift sein kann. Aber der Facelift hat nämlich so eine eingedrückte Front dann hier vorne, also oben wie bei Citaro jetzt hier, aber dann hier unten dann so zwischen so mittig etwas so hier ab der Lampe bis rüber ist nämlich eine Boy so eingedrückt. Das sieht man hier so ganz leicht. Das könnte sein, dass es sogar vom Facelift kommt, aber wir können Vermutung machen. Natürlich habe ich auch hin das Türpiepen entfernt, schon lange. Das habt ihr auch schon letztens, denke ich, das letzte Video gehört. Und ich schaffen wir. Zack. Hui. Würde euch auch mal die kalte Kerkerisch zeigen, aber die ist so performancefressend, dass ich das mal sein lassen werde. Ja, jetzt müssen wir rüber, wir können gerade ausfahren, weil wir hier nämlich die Haltestelle haben. Stecken sich hier, Alter. Hallo. Hallo, können Sie auch nicht sagen, ja. Oder ich hatte keinen Boden. Hier kommt auch die 64 und die 63 entlang. Die kommen dann hier aus vom Nordbahnhof hier, also hier rechts fern geht zum Nordbahnhof nämlich. Schaffen wir.
schön mit Euro 2 hier lang. Wenn die Grida jetzt hier demonstrieren würde, die wird ausflippen. Darauf fahre ich halt auch Euro 2. Naja, können wir noch ein bisschen warten. Ach ja. Ja, und zwar wollte ich nur ganz kurz sagen, es hat sich so entschieden und ich habe mir so Gedanken gemacht, beziehungsweise die letzten Wochen, wo ich nichts aufgenommen habe, dass ich dafür über die Ferien, immer so mal, über die Woche auch Videos hochlade. Und zwar oder ab und zu mal, wenn man gerade erscheint, meine Themenwoche, eine kleine Themenwoche machen mit verschiedenen Buslinien, so gesagt, und überlege, also Themenwoche überlege ich mir noch mal, aber über die Ferien so jeden Tag mal oder einer jeden Tag mal im Video können wir mal probieren, aber wenn ich in der Schule bin oder in der Schulzeit kann ich das nicht machen, werde ich auch nicht machen. Schön, weil das ist klar, ich habe Schule, ich muss Hausaufgaben machen, ich kann aufnehmen, kann ich, aber die tue ich nicht hochladen an den Tag oder dann an den nächsten Tag, das werde ich nicht machen. Dann könnt ihr euch jetzt fluchen, wie ihr wollt. Ich lade nur am Wochenende, wenn wir wieder Schulzeit haben, wieder am Wochenende hoch. Wie immer, die zwei Tage, also Samstag und Sonntag. Wir fahren halt über den Hauptbahnhof. Fahren wir das Versorgungsamt dorthin. Da fahren wir die 7 Minuten. Ja, halt nie. Also. Durch die, wenn über die Ferien, über die Woche Videos kommen und in der Schulzeit halt nie, hat Gründe. Nicht, dass ihr jetzt denken tut, ja, wieso macht denn der über die Woche nicht? Andere YouTuber machen über die Woche immer mal Videos hoch. Ja, schön für die anderen YouTuber. Ich mach das nie. Die können von mir aus, die haben und dann keine Schule, die haben nur einen Beruf. Und ich habe eine Schule noch. Es ist nur 2 Jahre aushalten. Bis ich immer über die Woche mal einen Tag da bin, wo ich ein Video machen kann und dann hochladen kann. Und wenn ich halb 3 vor der Schule wieder das Schluss habe, um 3 zu Hause bin, nur dann setze ich mich dann abends noch hin, beziehungsweise mache noch ein Video und dann ist es erst um 10 Uhr fertig. Nee, mache ich nie. So was brauchen wir erst gar nicht, erst auch nie anfangen. Das
wird über die Ferien, über die Woche, gerne mache ich da ein, zwei Videos oder über die ganze Woche mal eins. Kann man gerne machen, aber los fahr. Aber so erstmal nee, das wollte ich auch mal erstmal so bleiben. Lauter hier. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Einmal normal bitte. Danke, passend. Also Omsi gibt sich wirklich Mühe. Hab ich das Gefühl jetzt so langsam. Also auf Städtetreik sind Wunder. Also das ist nicht das erste Wunder, was hier passiert ist. Seitdem ich nämlich die Alice und bis jetzt hier eingestellt habe, läuft die eigentlich relativ gut. Wir sind ja am Hauptbahnhof, bin ich jetzt lange nicht lang gefahren. Aber so macht es mehr Spaß, ne? Als wenn uns jetzt bei jeder Kalte so laufen würde. Ne? Gut, Wuppertal ruckelt weiterhin an die ganzen Stellen. Wo du denkst nichts. Wuppertal ist jetzt Geschichte, die tun sich nur noch an Düsseldorf fokussieren. Guten Tag. Meine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Denke ich mal und doch keine Updates mehr geben. Dankeschön. Schade, man hätte noch ein paar mehr Linien hinzufügen können. Es sind ja nur 611, 608, 604, die 600, das ist diese Schwebebahnlinie und die Schwebebahn. 600, nee, die 60 Schwebebahn. Das war's. Der Rest ist KI. Man hätte weitere Linien hinzufügen können. Das ist dann jetzt hinter die Ingenieure, die zur Sportal führen. Man hätte jetzt noch weiter bauen können. Beziehungsweise realistischer bauen können. Nein, macht man natürlich nie. Wuppertal, ja. Bestimmt zu 90% bestimmt als spannender. Und der Rest, die restlichen Zähne bestimmt man als realen Objekten, die man kaum sieht. Beziehungsweise die verwaschen sind. Die nie qualitativ hochwertig sind. Also halt unscharf. So, jetzt würde ich schon die SPO verkaufen, sondern sagen, okay, das kommt aus Freeware raus. Schönen guten Hallo. Tag. Hallo. Guten Tag. Oh, und jetzt haben wir die 27. Das könnte man sich eigentlich ganz kurz merken. Erste 66, dann die 31 und die 64, dann weiter als 31. Was? Nee, Quatsch. Da zähle ich doch 31. Dann die 25 bis hierhin. Und dann weiter die restlichen, das restliche Stück, dann die 27. Teil 69, doch könnte man sich relativ gut merken. Das sind auch, glaube ich, habe ich die Bremer mit eingefügt oder die Hamburger. Ne, die Hamburger habe ich eingefügt. Hamburg habe ich eingefügt und die Bremer waren glaube ich schon drin. Ne? Sind die Bäume nicht so lieblos hingestellt worden? Klar, auf Beton hier die Bäume, aber sieht nicht ganz so schön aus, aber kann man auch hinterweg sehen. Ne? Ist klar. Ja, Fahrt, ne, fahren wir nicht, wir fahren ja Vollfahrt. So. Haben wir schon mal die Tür zu machen? Fahren wir jetzt schon weiter oder bleiben wir bis zu einer Minute? Wir fahren weiter. Na, haben Sie alles? Ey! Fahren wir auf deiner Seite! Meine Fresse, du.
So. So, dann möchte ich schon mal sagen, danke, dass ihr das Video euch angeschaut habt. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes fahren können oder was ich als nächstes fahren soll. Also, ob ich mal die Themenwoche machen soll und dann mal Vorschläge bekommen könnte. Aber würde mich schon freuen, wenn ihr sagen tut, ja, zeig mal die Karte. Aber naja, da wünsche ich euch einen schönen Tag. Sag ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Louis LP. Tschüss.